Hallo liebe Menschen, das ist der Triaterra Videoblog. Hier geht es um Terra Preta Produkte, um EM, effektive Mikroorganismen und um Themen zur Begrünung der Erde. Und ja, heute im Wesentlichen ein Begrünungsthema, gar nicht so sehr der Erde, sondern eben Deutschlands bzw. unseres eigenen Gartens hier in Mecklenburg. Was wächst denn hier? Was haben wir denn hier für Bäume, die hier am schnellsten, am besten wachsen? Und da habe ich ja einiges versucht in den letzten 8 Jahren. 2009 sind wir hergezogen, heute haben wir 2017. Also vor 8 Jahren sind wir hergezogen, haben sukzessive verschiedenste Bäume gepflanzt, haben geguckt, wie die sich entwickeln, was da am meisten Spaß macht. Wir haben natürlich einige Exoten gepflanzt, Neophyten sogenannte, neue eingewanderte Bäume. Der Mensch ist ja der große Verbreiter von Arten, die zum Beispiel in gewissen Regionen ausgestorben sind, wie in Europa, wie den Mammutbaum, wie die Robinie, die hier sich seit der letzten Eiszeit noch nicht wieder angesiedelt haben. Jetzt der Mensch bringt sie hierher, der große Gärtner bringt diese Arten hierher und die können sich hier langsam wieder ansiedeln bzw. vom Menschen genutzt werden. Und es geht also im Wesentlichen um schnellst wachsende Bäume in Deutschland bzw. spezifisch in Mecklenburg hier bei uns im Garten. Und den Gewinner, den Praxisgewinner in unserem Garten, den werde ich am Schluss verraten, welcher das ist. Wir werden diesen Rundgang wieder in unserem Garten machen. Das heißt, wir machen gleich wieder einen Außentermin, es geht raus. Aber vorher noch ein Buch, das ich empfehlen möchte und das wir auch im Shop im Verkauf haben. Neophyten wandernde Pflanzen von Wolf-Dieter Stoll. Neophyten, die stillen Eroberer. Ethnobotanik, Heilkunde und Anwendungen. Also das ist ein Buch, was sich sehr tiefgründig mit den neuen eingewanderten Pflanzen beschäftigt. Es geht los mit den schwarzen Listen, die die Bundesländer, die Naturschutzverbände und der Bund, Bundesrepublik Deutschland angelegt haben. Diese schwarzen Listen von Pflanzen und Arten, die sollen sich nicht verbreiten, die gehören hier nicht her, die haben in Deutschland nichts zu suchen. Interessant ist natürlich dann, wo man die Linie zieht. Was darf denn in Deutschland, in Europa sein und was gehört hier nicht her? Ich hatte schon angedeutet, in der letzten Eiszeit war hier ja Tabula Rasa. Da ist zwischen Skandinavien und Alpen alles kaputt gemacht worden. Da war hier null, niente, nada. Dann kamen eben wieder Gräser, dann kamen Birken, dann kamen Nadelbäume. Und so hat sich langsam hier wieder eine Ökologie aufgebaut, die aber immer noch im Vergleich zu praktisch allen anderen Regionen der Erde extrem artenarm ist. Ganz viele Arten, die hier existieren, gibt es heute hier nicht. So, wo machen wir jetzt den Schnitt? Also das, was in den letzten 10.000 Jahren nach der Eiszeit eingewandert ist, das darf hier sein. Aber alles, was nach 1950 gekommen ist oder nach 1500, nach Kolumbus, bevor Kolumbus, oder alles, was, keine Ahnung, bis 2000 gekommen ist, was, wo macht man den Schnitt, wo sind jetzt die einheimischen Pflanzen, die hier sein dürfen und wo nicht. Man merkt schon, die Frage ist relativ absurd. Wir sind in einem Ökosystem, was sich wieder neu besiedelt mit auch einwandernden Pflanzen, die auch vorübergehend sehr dominant werden können in den Ökosystemen, wie das Titelbild hier, das indische Riesenspringkraut, was er hier abgebildet hat als Posterchild, als bestes Beispiel für eine einwandernde Pflanze, die viele positive Effekte hat auf die Insektenwelt vor allen Dingen, aber sich eben auch sehr stark ausbreitet und überall zu sehen ist und dann gewisse Ängste schürt in dem Zusammenhang, dass sie das Ökosystem komplett übernehmen, verarmen oder irgendwas, wofür es allerdings keinerlei Beweise gibt, sondern eben nur Ängste, dass es richtig ist, wenn vorher da ein großes Brennnesselfeld war, dann wachsen da jetzt vermehrt indisches Riesenspringkraut, die Brennnesseln wachsen immer noch, aber sind kleiner und mehr darunter. Das ist ein ganz interessantes Buch zu dieser Problematik wandernde Pflanzen, Neophyten, mal aus einer positiven, aus einer differenzierten Sicht betrachtet. Und Wolf-Dieter Stoll ist ja der Kräuterpapst, also er nimmt das Ding auseinander. Wie kann man denn diese Pflanzen nutzen? Was haben sie denn für einen medizinischen Effekt und so weiter? Was ist denn der mögliche Nutzen, sowohl ökologisch wie auch in der Heilkunde,
Ethnobotanik. Er bringt uns diese fremden Pflanzen, die wir noch nicht kennen in unserer Kultur, die bringt er uns hier nahe. Okay, so, wir werden jetzt also einen kleinen Rundgang machen und uns verschiedene Bäume angucken. Ich liste die Bäume mal kurz auf, die wir uns angucken werden. Und dann mehr dazu draußen. Da haben wir den Mammutbaum, den ich gepflanzt habe. Und einen kleinen Ginkgo dabei. Wir haben einen Blauglockenbaum, Paulownia tomentosa. Eine Maulbeere werden wir uns angucken oder mehrere. Weiden haben wir verschiedene gepflanzt. Pappel, die Schwarzpappel, die Pyramidenpappel. Robinie, die Scheinakazie, Robinie mit den Stacheln und gefiederten Blättern, typisch für Akazie. Was wir auch gepflanzt haben, was aber nicht überlebt hat, war eine Douglasie. Ein Lebensbaum, Thuja. Die Bedingungen in unserem Garten sind doch recht, ich will nicht sagen einzigartig, aber fordernd. Also wir sind hier auf hinter unserem Haus ist ein großes Feld, da bläst der kalte Wind hier rüber. Wir sind ja in der windigen Gegend in Mecklenburg. Hier bläst also der kalte Wind und gerade der kalte Wind, der dann im Winter mit hier zu minus 10 Grad oder so nachts über die Felder greift und die Pflanzen, das mögen die überhaupt nicht. Wir haben hier Tiefstemperaturen jedes Jahr eigentlich mal ein paar Tage minus 20 Grad. Also das sind extreme Bedingungen, die Pflanzen hier aushalten müssen. Das ist nicht irgendwie wie am Rhein oder in der Havelniederung oder irgendwo in Flüssen in einem milden Tal, wie es in ganz vielen Orten Deutschlands ja der Fall ist, speziell in Süddeutschland, am Rhein und so weiter. Sondern wir haben hier wirklich kalte Winde, wir haben kürzere, kann man sagen, hier beginnt das Frühjahr 2 Wochen bis 4 Wochen später, ist immer verspätet in der Blüte, im Fruchtansatz, bei den Erdbeeren, bei den Kirschen, bei den Blüten der Bäume. Also 2 bis 4 Wochen später hier die Saison und die endet auch 2 bis 4 Wochen früher. Also das ist hier schon gar nicht so einfach. Deswegen heißt es nicht, Bäume, die hier sich am besten machen, sind auch die, die sich in wärmeren Gebieten am besten machen. Da gibt es noch Hinweise dazu, was da das Beste ist. Und wir haben richtig schlechte Böden, aber auch richtig schlecht. Wir haben hier wirklich nahezu reine Sandböden. Das, wenn man da ein bisschen tiefer buddelt, kann man das wunderbar als Spielkastensand. Sandkastensand verwenden und da müssen wir eben Bodenaufbau betreiben. Das heißt, wenn wir pflanzen, verwenden wir Terra Preta Kompost, machen den großzügig mit ins Pflanzloch mit rein, haben wir eigentlich bei allen unseren Pflanzungen überwiegend gemacht. Und prinzipiell haben wir aber hier das Problem, Grundwasser ist gar nicht so weit weg. 2 Meter, 2,5 Meter tief ist das Grundwasser. Aber da müssen die Pflanzen erstmal rankommen. Wir haben hier nicht so viel Niederschläge, wir haben gerne Sommertrockenheit, 600 mm im Jahr Niederschläge ungefähr. Dann gerne mal wochenlange, 4 Wochen, 6 Wochen lang Sommertrockenheit, Frühsommertrockenheit und dann oder Frühjahrstrockenheit. Und das halten die Bäume, ja, viele halten es nicht aus, sterben ab. Wenn sie das ein paar Jahre durchgehalten haben, 3, 4, 5 Jahre, dann haben sie Anschluss, dann haben sie das Wurzelwerk, dann haben sie die ersten schlimmen Frostwinter überlebt und wissen, wie man sich hier verhalten muss als Pflanze. Und dann fangen sie auch typischerweise an zu wachsen und kriegen dann ihren Wachstumssprung. Okay, aber wir werden Bäume sehen, die diesen Wachstumssprung auch innerhalb von 1 bis 2 Jahren machen. Okay, jetzt aus dem Termin unsere Baumexperimente, schnellstwachsende Bäume in Mecklenburg. Und auch ein paar Bemerkungen dazu, was dann vielleicht die schnellstwachsenden Bäume in Deutschland sind. Ab im Garten. So, da sind wir wieder im Garten. Fangen wir mit dem... das ist jetzt ein bisschen dumm für die Videogucker, aber so, das ist unser Mammutbaum. Und zwar ein Bergmammutbaum. Es gibt Bergmammutbäume und Küstenmammutbäume. Küstenmammutbäume werden noch ein bisschen höher, 110, 120 Meter hoch. Der Bergmammutbaum wird bis zu 95 Meter hoch, aber der Bergmammutbaum ist der, der bei uns wächst. Auch in den etwas kälteren Regionen wächst er bei uns gut. Der Küstenmammutbaum wächst vielleicht am Rhein, im Schwarzwald oder so, aber
nicht in dieser Region hier. Und ja, ich kann mich jetzt nicht gleichzeitig mit der Kamera hinstellen, aber er ist dieses Jahr garantiert einen halben Meter, nach fast einem Meter, na, einen halben Meter gewachsen. Er ist jetzt 3 Meter hoch. Den haben wir ja vor 6 Jahren gepflanzt. War schon fast tot, völlig abgestorben, kleines Pflänzchen, alles grau. Ist dann wieder rausgewachsen aus dem Stamm. Und nachdem ich ihnen ein Bildchen von einem richtigen Mammutbaum gezeigt habe, wie groß der werden soll. Und seitdem wächst er eigentlich mit Vitalität dahin. Und man erkennt vielleicht, der Stamm, der hat eine ganz, ich weiß nicht, ob man es hinkriegt mit der Kamera, aber der hat eine ganz dicke Stammbasis, dafür, dass er jetzt 3 Meter hoch ist, hat er hier schon einen armdicken Stamm, der oben schnell schmaler wird. Ich weiß nicht, ob man es erkennen konnte. Und ein richtig dicker Stamm. Dann oben wird er schnell schmal, also der wird wirklich, hat eine ganz dicke Stammbasis und dadurch hat er extrem viel Holzmasse und das, deswegen kippen die Dinger auch nicht um, weil die also wirklich eine extrem breite Basis haben, also nahezu pyramidal wachsen oder wie so ein Obelisk, ne? Also ganz stark zusammengehen, das ist unten breit, oben schlank, das ist ganz typisch für diesen Mammutbaum. Definitiv nicht der schnellst wachsende Baum, aber ist auf jeden Fall auch nicht langsam. Also der hat sich ganz gut entwickelt, wenn es noch ein bisschen wärmer wäre, wenn er seine Absterbeperiode nicht gehabt hätte, wäre er noch einen Meter höher. Also der ist schon ganz schön fix und es gibt auch Versuche, den als Forstbaum anzubauen. Da hat er auch gar nicht schlecht abgeschnitten, macht viel Holzmasse. Das Holz soll nicht so toll sein. Das ist bei den jungen Bäumen wohl ein bisschen... Ja, für Nutzholz nicht so wunderlich gut geeignet, aber das ist vielleicht auch eine Frage der Behandlung des Holzes. Da experimentieren wir noch dran. Und daneben wieder unser beliebtes indisches Riesenspringkraut hier im Schatten von japanischem Riesenknöterich, alles Neophyten. Deswegen hier nicht 3 Meter hoch, sondern nur 1,50. Und jetzt zeigen wir mal den langsamst wachsenden Baum, der aber trotzdem überlebt hat, in unserem Garten, und das ist der Ginkgo. Dieser Ginkgo-Baum hier, könnt ihr ihn sehen, da ist mein kleines A6 Heftchen dazu. So groß ist unser Ginkgo-Baum, 50 cm groß, vielleicht 60. Da steht er klein da unten unter dem China-Riesenschilf und dem indischen Riesenspringkraut. Und der ist genauso alt wie der Mammutbaum. Genauso alt wie der Mammutbaum. 6-7 Jahre alt. Und ist nicht abgestorben, der ist durchgewachsen. Aber Ginkgo ist berühmt dafür, dass er ganz, ganz langsam wächst. Ein wirklicher Urweltbaum mit diesen seltsamen, fächerartigen Blättern, so ein Zwischending zwischen Nadelbaum und Laubbaum, ein ganz witziges Ding. Und die Blätter, gut fürs Gehirn. Es gibt alle möglichen Nahrungsergänzungsmittelprodukte mit Ginkgo drin, für kognitive Leistungsfähigkeit, gegen Alzheimer und was weiß ich. Also das ist eine ganz spannende Sache. Ginkgo, wir haben hier noch einen etwas jüngeren Ginkgo. Der ist nur 3 Jahre alt, aber man sieht, na, kann man überhaupt erkennen. Daran, der hat noch ganz kleine Blätter und wächst hier drin. Also die wachsen langsam. Okay, auf zum Blauglockenbaum, Tomentosa, auf der anderen Seite unseres Vordergartens. Den Blauglockenbaum. Ah, unterwegs eine Trauerweide. Ich bin ja Trauerweiden-Fan, ich finde, die sehen immer total klasse aus. Da haben wir mal einen riesen Stamm, auch vor 7 Jahren, 6 Jahren, eingebuddelt. Man sieht den Stamm noch. Das war den Stamm, den wir damals eingebuddelt haben. Und einfach so eingebuddelt, ohne Pflanzen, ohne Wurzeln, sondern einfach nur einen dicken Stamm von einem anderen umgefallenen Baum ab, einen dicken Ast von dem umgefallenen Baum abgesägt und eingepflanzt. Hier Hälfte oberirdisch, Hälfte unterirdisch, also über 1 Meter runtergebuddelt. Und der wächst dann sofort los, ist sofort ein schöner Baum. Aber es ist für eine Weide hier eigentlich der falsche Platz. Sandboden, nicht feucht, tendenziell schlechte Böden, auch das bisschen Terra Preta hilft ihm nicht. Also er hat sich entwickelt.
Das ist, wie gesagt, ein 6 Jahre alter Baum, aber dass ich jetzt sagen würde, der ist richtig schnell. Der ist ungefähr genauso schnell wie der Mammutbaum, vielleicht noch ein Tick langsamer sogar. Wächst nicht so schön in Form. Den müsste man jetzt radikal nach oben schneiden, die unteren Äste abschneiden. Also Weide, zumindest unter unseren Bedingungen, wächst, quält sich, aber wächst, aber ist nicht einer der schnellsten Bäume. Ganz große Probleme, hier haben wir einen Walnussbaum, ganz große Probleme haben wir mit den Walnussbäumen. Da mussten wir extra einheimische Baumschulen und Arten nehmen, damit die diese argen Frostwinter hier aushalten. Sonst hatten wir den Effekt, dass die jedes Jahr kleiner wurden, die Bäume. Nicht etwa größer, sondern kleiner, weil sie immer wieder ein Stück zurückgefroren sind und immer weiter zurückgefroren sind und irgendwann waren sie weg. Die einheimischen größeren Bäume, die wir dann gekauft haben, die haben es dann durchgehalten. Die wachsen jetzt langsam, aber bestimmt und irgendwann in 30 Jahren kriegen wir da auch mal Walnüsse. Hier ist noch eine Trauerweide. Bank davor. Aber so richtig groß ist er nicht geworden. Also der Mammutbaum ist eigentlich schon, naja, auf jeden Fall nicht kleiner, eher ein bisschen größer als der. Aber kommen wir mal zum richtig interessanten Baum. Zu Paulownia tomentosa, zum Blauglockenbaum. Und das ist der hier. Der Blauglockenbaum. Na, wie groß ist er? Da wieder mein Block ran. A6, Moment, A4, A5, A5 Block. Also halbe A4-Seite ist das. Der ist also ja, 60, 70 Zentimeter, ja, vielleicht schon Meter. Nö, nicht ganz groß. Man sieht diese riesen Blätter, das ist typisch für den Blauglockenbaum. Und der kriegt dann eben einmal im Frühjahr, wenn er größer ist, noch nicht, kriegt er blaue Glockenblüten. Dann hängt der ganze Baum voll blauer Glockenblüten. Das ist wohl ein schöner Anblick, den ich aber selber noch nicht gesehen habe. Nur Fotos. Also der hat diese riesen Blätter, die gerade wenn der Baum jung ist, also in den ersten 2, 3, 4, 5 Jahren, können diese Blätter bis zu 1 Meter Durchmesser kriegen. Und das soll wohl der schnellst wachsendste Baum Deutschlands sein, offiziell. Da gibt es eine Firma, Kiri, also Kiri Japonais, Kiri Baum sagt man auch zu dem. Der wird auch als Klon angebaut und mit besonders schnell wachsenden Varianten. Aber so ganz normal, der Paulownia tomentosa Blauglockenbaum ist schon ein enorm schnell wachsender Baum. Der wächst im Grunde wie eine Sonnenblume. Im ersten Jahr 2, 3 Meter hoch und dann eigentlich im zweiten Jahr wächst er einfach weiter. Das ist also das Typische. Nur, dass er eben auch guten Boden braucht, den hat er hier, aber auch Wärme braucht. Lange Vegetationsperiode und am liebsten nicht so kalt, weil die jungen Bäume gerne zurückfrieren. Dieser Baum ist komplett tot gewesen. Oberirdisch 100% abgefroren. Den haben wir letztes Jahr gepflanzt. Da war der noch ein bisschen kleiner. Dann ist der, haben wir den im Sommer gepflanzt. Dann kam der Winter. Ist er komplett 100% auf Null zurückgefroren. Wir haben nicht mehr damit gerechnet, dass er wiederkommt. Jetzt geht der Regen los. Und er ist im Juni, hat er doch noch einen Trieb rausgeschoben, ist wiedergekommen, hat sich hier soweit wieder entwickelt. Also das ist aus der kompletten abgestorbenen Baum hat sich das entwickelt. Ein bisschen aus einer Wurzel wahrscheinlich. Und wir hoffen, dass wir ihn durch den nächsten Winter durchkriegen. Aber das ist definitiv sein Manko. Der braucht gute Böden und gutes Klima, Weinbauklima. Da fühlt er sich wohl. Am besten wächst er eher so in Italien, Griechenland, Spanien. Da ist er richtig zu Hause und kann bis zu 4 Meter, sogar 6 Meter im Jahr wachsen. Da kann man den innerhalb von 5 bis 10 Jahren, 10 Jahre hat man da schon richtig fette Bäume, die man ernten kann. Das ist also ein ganz interessanter Baum, den wir auch ausprobiert haben. Aber wie gesagt, für unser Klima nicht das Optimum. Hier, kleiner Blick in unseren Teich, auch glasklar. Seerosen, Krebsschere. Okay, dann gehen wir mal nach vorne zu den, nach vorne, nach hinten zu unseren anderen Bäumen. Was kommt noch? Maulbeere, Weide haben wir schon. Pappel, Robinie. Okay. Auf zum Garten nach hinten raus. So, mit Regenschirm. Zack. Weil wir doch erheblichen Regen gerade haben. Okay, nach hinten raus. Die Maulbeere habe ich hier gerade im Blick. Das ist unsere Benjes-Hecke hier. Man sieht das Holz noch dahinter so ein bisschen. Ja, jawohl. Und davor haben wir eine Hecke gepflanzt. Aber damit uns die vom Produktionsplatz mit der Technik nicht alles kaputt machen hier, haben wir
eine Benjes-Hecke, damit definitiv klar ist, hier ist Schluss, das war auch nötig. Und dahinter sieht man unsere Tanks und unsere Produktionsplatz. So, und das ist ein Maulbeere. Und da gibt es verschiedene Sorten. Ich weiß jetzt nicht genau, was das ist. Maulbeere schwarz, also das geht immer auf die Früchte, ne? Schwarze Maulbeere, rote Maulbeere und weiße Maulbeere. Die Früchte sind entsprechend anders gefärbt und die Blätter sind ein bisschen anders. Das, was die chinesischen Seidenraupen immer fressen, das sind die weißen Maulbeeren. Oh ja, hier haben wir schönes Wetter. Der Wind bläst und die Regen plattert. So, also es ist mein Regenschirm hier, ne? Das war also die chinesische Seidenraupe isst gerne die Blätter von der weißen Maulbeere. Und Maulbeere ist eigentlich ein sehr vitaler Baum, der wächst sehr schnell, hat viel Laubproduktion, aber mag auch gerne mildes Wetter. Man sieht hier so ein paar abgestorbene Zweige, das war der Frost, also der ist schon zweimal ganz tief runtergefroren und wieder rausgekommen. Er ist jetzt hier zum dritten Jahr. Aber er wächst auch jedes Jahr wieder mehr als einen Meter raus. Er wird also größer, nicht immer kleiner wie unser Walnussbaum, er wird größer mit der Zeit, aber ist durch das starke Zurückfrieren, weil es hier doch eine windige und kalte Ecke ist. Wenn man da eine geschützte Ecke in seinem Garten hat, dann geht es wahrscheinlich auch in Mecklenburg, aber bei uns friert er hier, wo wir noch nicht so richtig die Sachen zugepflanzt haben und da noch richtig der Wind reinzieht. Da friert er jedes Jahr zurück. Okay, dann gehen wir gleich mal weiter zur Pyramidenpappel. Die habe ich letztes Jahr einfach so einen Stock in die Erde gesteckt von der Pyramidenpappel. Schwarzpappel, spezielle Form der Schwarzpappel, die ich ganz witzig finde, weil die ja wie eine Säule nach oben geht, wie eine Pyramide. Der hat jetzt allerdings schon einen Großteil seiner Blätter verloren, aber naja, es wächst. Mal gucken, wie er sich die nächsten Jahre tut. Aber definitiv auch nicht eine der schnellst wachsenden Varianten, sondern wächst einfach nur. Ja? Wächst ganz gut. Hat hier aber ein paar Blattschäden abgekriegt, warum auch immer. Weil der Boden sich hier gut zu etablieren. Okay, das war die Pyramidenpappel. Dann gehen wir mal weiter. Hier haben wir zum Beispiel Sanddorn. Ist kein Baum, kein Strauch, aber ich dachte, Sanddorn müsste sich hier richtig gut machen und schnell wachsen. Der hat ja auch stickstoffbindende Wurzeln. Kann auch auf sehr trockenen, sehr sandigen Böden wachsen. Da dachte ich, das ist seine Heimat hier. Hier geht er los. Wächst aber ganz normal. Also ist da, kommt langsam. Aber dass das jetzt ein schnell wachsender Strauch wäre, ist nicht der Fall. Was man hier daneben sieht, beziehungsweise im Hintergrund sieht, na, können wir das einfangen? Zwei größere Bäume. Ich habe hier verschiedenste Sachen zusammengepflanzt. Da ist noch Haselnuss und alles Mögliche. Aber das hier ist, das ist die großen Bäume, die man hier sieht, mit den gefiederten Blättern. Gehen wir da mal ran. Die gefiederten Blättern, das ist die Robinie. Die berühmte Robinie. Stacheln. Man sieht die Stacheln. Und die Stacheln im Blick, jawohl. Die Rinde ist super giftig. Die Tiere gehen da nicht ran. Jedenfalls nicht oft. Und deswegen soll man da auch mit Pferden und so vorsichtig sein. Aber dass die nicht mit auf der Koppel stehen oder so, dass man daraus keine Ställe baut, weil die Rinde, wie gesagt, sehr, sehr giftig ist. Das heißt, der Baum kann auch gut in der Natur wachsen, der wird von den Rehen und so nicht kaputt, Rehen und Hirschen nicht kaputt gefressen. Da gehen die nicht ran und gleichzeitig wächst er auf sehr schlechten Böden, wunderbarer Pionier. Ups, da hatte ich ein Problem mit der Speicherkarte. Da müssen wir noch mal ein bisschen neu erzählen. Also, hier war ich stehen geblieben, bei der Robinie. Man sieht also hier zwei Robinienbäume, die sind 2 Jahre alt. Und schon der größere hier, der kleine 2 Meter, der große 2,5, fast 3 Meter groß. Und Robinie ist, wie gesagt, ein sehr interessanter Baum. Stickstoffbindend, macht sehr guten Boden und macht sehr, sehr schönes, hartes, widerstandsfähiges Holz. Ich schwenke hier mal auf meinen Zaun und das sind alles Robinienpfähle, die Sie hier sehen. Und Robinie hat wirklich die Zaunpfähle, die am längsten halten, 100 Jahre und mehr, also nochmal deutlich länger, doppelt so lange wie Eichenpfähle halten die im Boden aus. Da gehen Pilze und Insekten und so weiter einfach nicht ran, weil da so viel Gerbstoffe drin sind, dass das und fremde Gerbstoffe, dass sie das nicht schaffen. Also es sind sehr, sehr
dauerhaftes Holz im Außenbereich, gerade für Zaunpfähle. Und aber auch zum, also auch extrem hartes Holz, extrem dichtes Holz, wunderbar als Brennholz, aber eben auch für Terrassen, für Fußböden, Parkett, Dielen, für Fensterrahmen, also überall Türschwellen, wo es richtig auf hartes Holz und dauerhaftes Holz ankommt, da nehmen sie Robinie. Erstaunlich eigentlich, dass so ein schnell wachsender Baum und so ein stickstoffbindender Baum wie die Scheinakazie Robinie, dass sie so hartes Holz hat. Dann gehen wir mal hier weiter. Und da sehen wir noch mal ein kleines Sanddornbüschchen und gleich daneben noch ein Mammutbaum. Und dieser Mammutbaum ist, ja, man kann hier, ich halte noch mal meinen Block daneben. Dieser Mammutbaum, das ist ein A5-Block. Dieser Mammutbaum ist 3 Jahre alt. Also der wächst jetzt nicht so schnell los wie die Robinie. Der ist, wie gesagt, 2 Jahre alt, die Robinie. Der wächst also deutlich langsamer los, aber sieht vital aus, kommt gut aus. Ist auch nicht abgestorben wie der andere hinten, der vorne rausging, sondern der hat sich halbwegs gehalten von Anfang an. Ein bisschen zurückgefroren, aber kommt gut in Gang. Daneben noch Thuja. Thuja Lebensbaum, ja, oh mein Gott, was für ein uninteressanter, was für ein langweiliger Baum, der Friedhofsbaum, der Mauerbaum, aber das ist eigentlich auch wieder ein Zeichen für Lebenskraft, ne? Wenn der einfache, normale Gärtner damit gut klarkommt, wenn er damit eine Mauer, eine Hecke, eine dichte grüne Mauer zur Straße, zum Nachbarn, zum Windbrechen, gegen die Straßenlampe machen kann, das ist schon beeindruckend. Der wächst recht schnell, aber ist uns auch eingefroren. Also wir haben den vor 3 Jahren auch gepflanzt, da ist er erstmal kaputt gegangen, eingefroren. Den haben wir dieses Jahr gepflanzt, also der ist noch überhaupt nicht gewachsen. Der ist einfach so, wie er aus dem Supermarkt kommt, ganz genau in der Größe. Und der wird auch ganz schön groß. Thuja ist Lebensbaum, ist kein kleiner Baum. Der wird zwar nur als 10-15 Meter Hecke irgendwie angepriesen, aber tatsächlich wächst dieser Baum 85 Meter hoch. Wird also ein richtig großer Baum, wenn er denn die entsprechende Zeit hat. Und wächst ja auch relativ schnell mit der Zeit. Also ich bin da jetzt nicht so kritisch gegenüber diesem Baum, dass man den nicht pflanzen darf, der gehört hier nicht her oder der ist ja nur ein Friedhofsbaum. Nee, der zeigt richtig Lebenskraft und immer grün und hat ja auch schöne grüne Farbtöne, verschiedenste Sorten mit verschiedenen Farbtönen und Wuchsformen. Also ist praktisch und wenn man eine immer grüne Mauer gegen eine Straße oder Nachbarn oder zur Grundstücksabgrenzung und so braucht, dann würde ich durchaus dazu greifen. Ich habe glücklicherweise genug Platz, dass ich das nicht brauche. Und bin weit genug weg von der Straße, aber wenn ich irgendwie näher dran wohnen würde, dann wäre es dieser Baum, den ich da als Mauer pflanzen würde. Der Thuja, der Lebensbaum, der wie gesagt auch sehr groß werden kann, aber auch schnittverträgt und runtergeschnitten werden kann, ohne Probleme. So, und dann gehen wir mal zu den Pappeln. Hier haben wir so einen Fall von einem Walnussbaum, der uns immer kleiner geworden ist. Hier alles abgestorben. Aus der Wurzel kommt noch ein bisschen, da kommt er wieder neu raus. Aber der war mal viel größer und wird seit 2-3 Jahren immer kleiner. Mal gucken, ob der sich noch mal berappelt und hochkommt. Wachsen tut er erstmal vielleicht dann als Walnussbusch und nicht als Baum. Pfirsich haben wir gepflanzt, nur gar nicht so langsam, aber der steht auch schon 3, 4, 5 Jahre. Pfirsich ist gar nicht so schlecht. So, aber jetzt gucken wir mal einen anderen Baum an, der auch das Potenzial hat, zu einem Gewinner zu werden. Nämlich die Schwarzpappel. Ein Schwarzpappelklon, der bis zu 30 Meter hoch werden kann. Und der speziell ein Schwarzpappelklon ist für Energiebaumplantagen, also wo man das Holz schneiden und nutzen kann für Papier oder eben zum Verbrennen. Pappel hat ja relativ weiches Holz. Und man sieht, wie er sich hier im Wind biegt. Dieser Baum war, den haben wir vor letztes Frühjahr haben wir den gesteckt. Und zwar als kleiner Steckling, 20 cm lang. Fingerdick,
ein fingerdicker 20 cm Stückchen haben wir in die Erde gesteckt, halb drin, halb draußen. Und das ist innerhalb von 2 Jahren daraus geworden. Also von letztes Jahr Wachstum und dann noch Erdenwachstum. Also das ist schon, ne, ohne Wurzel, ohne alles, einfach so in die Erde stecken und so los. Man könnte jetzt diese Ästchen auch schon nehmen und wieder in die Erde stecken und hätte einen neuen Baum. Also das ist ja, das bedeutet ja Klon bei einem Baum. Man kann ja einfach typischerweise einen Ast in die Erde stecken von ganz vielen Baumarten und gewinnt daraus einen neuen Baum. Das ist bei der Pappel auch so. Kann ihn also ganz leicht selber vermehren in ganz kurzer Zeit. Und ja, Schwarzpappel. Werden diese großen, knorrigen Bäume, 30 Meter hoch, riesiger Stammdurchmesser, das war der Baum des Jahres 2006. Durchaus ein interessanter Baum. Und den haben wir hier ins Erdbeersfeld gesetzt, weil wir mal gucken wollten, ob wir den als Düngebaum verwenden können. Ob wir den, wenn er dann ein bisschen größer ist, ob wir den einfach jedes Jahr das Laub abschneiden und hier zum Mulchen, zum Düngen verwenden. Und dann, wenn man oberirdisch das Laub abschneidet, dann stirbt ja auch unterirdisch ein Teil der Wurzel ab. Und diese Wurzel ist fast noch wichtiger als Düngung, weil dann die Pflanzenwurzeln der Erdbeere oder der Kulturpflanzen daneben in die Wurzel reinwachsen können und nicht die Nährstoffe und das Wasser da holen können. Das also die Pappel, ganz spannender Baum. Als Energieholzplantage wird der übrigens ja mehr oder weniger alle 3 bis 6 Jahre abgehäckselt und dann wächst er eben aus dem Stock wieder raus. Das geht bei dem, weil er relativ hart, weiches Holz hat. Mit der Robinie haben wir das auch probiert. Die macht das aus, die wächst auch wieder raus, aber die Robinie ist so hart und so energiereich, dass sie das nicht hingekriegt haben, mit der Technik den wirklich zuverlässig zu häckseln. Dann geht alles kaputt, was man fast versucht, dieses harte Holz zu häckseln. Hier haben wir nochmal eine Robinie. Schönes Exemplar, was ich komplett, also ich bin hier nachts mal pinkeln gegangen und habe hier um meinen Baum zu düngen sozusagen und dann bin ich aber mitten in der Nacht im Dunkeln gegengetreten und dann ist er umgeknickt. Komplett runtergeknickt, haben wir gesagt, na gut, binden wir mal wieder hoch, mal gucken, was passiert. Und das ist passiert, gucken Sie sich das an. Wir haben den hochgebunden, der ist wunderbar wieder zusammengewachsen und hat schon so viel dicken Wachstum, dass sich sogar schon die Rinde einschnürt. Da müssen wir mal das Ding ab. Also er hat sich wunderbar berappelt, der ist wirklich vital, der kommt wirklich wieder hoch. Auch das wollen wir mal als Düngebaum probieren, abschneiden. Und gerade der hat ja stickstoffbindende Wurzeln, wunderbar für den Boden. Okay, hier noch eine Robinie. Etwas kränklich, da ist wohl irgendwas an die Wurzel gegangen, aber er wächst und gar nicht mal so langsam. Auch ein zweijähriger Baum, immer noch einer der größten zweijährigen Bäume, die wir hier auf dem Grundstück haben. Okay, was wollten wir noch anschauen? Dann gucken wir nach den größten Bäumen und schnellst wachsenden Bäumen, definitiv, die wir auf dem Grundstück haben. Wäre eine Robinie, die wir am anderen Ende unseres Produktionsplatzes gepflanzt haben. Zum Zeigen, wo es etwas feuchter ist und etwas besserer Boden ist, ein bisschen in der Niederung, wo vielleicht auch ein bisschen Ton oder Lehm zusammengelaufen ist. Dann gucken wir uns mal an, wie die Robinie sich da gemacht hat. Hier nochmal eine Weide. Keine Trauerweide. Die Trauerweide scheint prinzipiell ein bisschen langsamer zu wachsen als diese, als die normalen Weiden. Zumindest auf dem, was ich gesehen habe, aber vielleicht ist der Unterschied auch mehr vom Boden. Und der hier hat sich aber sehr gut entwickelt. Der ist auch 6-7 Jahre alt, ist 4 Meter hoch, ne? Und hat schon richtig eine Krone entwickelt. Müsste man jetzt als Baum richtig krass beschneiden, dass man einen Stamm stehen lässt. Also Weide, wenn der Feuchtigkeit hat, wenn ihr ein bisschen besseren Boden habt, ein bisschen schwereren Boden, dann kommt der gut. Den hier haben wir mit Terra Preta gepflanzt und es steht im Sand, aber er hat scheinbar geschafft, sich ans Grundwasser anzuschließen und jetzt ist er richtig am Wachsen. Aber jetzt gehen wir mal zu der Robinie. Zu unseren größten Robinienstämmen. Die sind nämlich auf unserem Produktionsplatz. Da sehen wir unser Holzkohledepot. Leere Fässer, die wir auch hin und wieder verkaufen, weil sie eben Kunden oder zum Kaschieren setzen.
40 Euro die Fässer, die reine Holzkohle 40 Liter, 25 Euro. So, aber kommen wir mal zu den Robinien, die wir hier gepflanzt haben am Rand. Die uns auch mehr als Freude machen. Man sieht hier die Fässer, ne, da ist ein Fass ist 1,20 hoch, 2,240 mit der Palette noch dazwischen, das ist vielleicht 2,50 hoch und dann sieht man, die Robinie ist noch einen Meter höher. Also die sind 3,50 Meter ist diese Robinie hoch. Das sind mehrere, 2, 3, 4, ne, alle ähnlich groß. Hier ist, wie gesagt, ein bisschen feuchter. Und die Robinie ist eigentlich der unterschätzte Baum in Deutschland. Und da gibt es eigentlich einen riesen Bedarf für, weil wie viele Zaunpfähle brauchen wir, die einfach nicht ständig umkippen. Müsste das alles aus Stahl sein, da kann man doch wunderbar die Robinienpfähle nehmen und nicht immer diese Kieferndinger oder Douglasien, die nach ein paar Jahren umkippen. Wie gesagt, diese Robinienzaunpfähle, die halten ein Jahrhundert. Und das Holz als Bauholz, als Parkettholz, als Fenster, als Türenholz extrem wertvoll, weil extrem widerstandsfähig. Gerade im Außenbereich, aber auch drinnen auf Parkett oder so. Dichter, schwerer als Eiche, widerstandsfähiger als Eiche, viel härter als Eiche noch. Also ein ganz, ganz spannender Baum. Und gleichzeitig sehr schnell wachsend, wie wir hier sehen können. Das sind zweijährige Bäume, 3,50 Meter hoch. Größer als unser Mammutbaum, der sieben Jahre alt ist. Größer als unser Weide, die 6 Jahre alt ist. Oder genauso groß. Und wie gesagt, 2 Jahre alt. Habe ich bekommen als Stock, als 80 cm kleine Stöckchen. Also mit Wurzeln nackt, mit Wurzeln dran. Aber das war's. Der war nicht sonderlich groß. Sonderlich dick oder so. Und das reingepflanzt und so hat er sich entwickelt. Und warum wird er in Deutschland als Baum so wenig angebaut, als Forstbaum? Weil er nicht gefördert wird. Ein wesentlicher Grund. Der kriegt keine Forstförderung und dann, weil der Förster ja zum guten Teil von Förderung lebt, wird er kaum angebaut. Obwohl das Holz so teuer ist, obwohl er so gut wächst. Und er ist auch forstlich ein bisschen schwierig, man muss ein bisschen Erfahrung sammeln, weil er verdreht sich gerne, er wächst gerne ein bisschen schief und krumm und verdreht sich gerne. Das heißt, man muss die richtige Sorte wählen, man muss die dicht pflanzen, man muss die auslichten, damit man da gerade Exemplare rauskriegt. Man sieht das auch an den Zaunpfählen hier, die sind alle ein bisschen schief und krumm. Nicht einer wie der andere, wie die Kiefernzaunpfähle mal sind, sondern wirklich jeder ein bisschen charakteristisch. Und das ist natürlich für Bauholz, Möbelholz ein bisschen schwierig. Deswegen kriegt man da manchmal nicht so viel raus. Aber wenn man da die richtige Sorte wählt, die Schiffsmastrobinie, die gibt es tatsächlich. Eine Varietät, die dann relativ gerade wächst. Und wenn man die dicht anbaut, sodass sie sich gegenseitig mit Licht nach oben treiben, mit wenig Licht nach oben treiben, sodass sie gerade wachsen und dann entsprechend auslichtet, dann kriegt man da auch gerade Sachen hin mit der Robinie. Also das ist unser Gewinner. Definitiv auf unserem Grundstück, bei unseren Verhältnissen, kalt, relativ trocken, Sandboden, wobei hier ein etwas günstiger Boden ist, aber auch auf Sandboden macht er sich sehr, sehr gut. Und innerhalb von 2 Jahren so ein Baum, also wer immer in seinem Garten schnell mal ein bisschen Baumgrün haben will, das ist der Baum. Und für die Förster, das ist der Holzbaum schlechthin. Das ist meine Empfehlung. Jetzt noch mal kurz aus dem Sessel, dass wir alle Bäume noch mal kurz durchgehen. So. Also, das war unser kleiner Gartenrundgang. Das Thema war, was sind denn hier bei uns in Mecklenburg mit diesen schwierigen Bedingungen die schnellst wachsenden Bäume, beziehungsweise in Deutschland. Und da hat sich gar nicht schlecht gemacht. Der Mammutbaum wird bis 95 Meter groß. Ist definitiv der Baum, der am Schluss die meiste Holzmasse hat nach 1000 Jahren. Wächst aber nicht so wahnsinnig schnell. Hat 7 Jahre gebraucht, bis er eben bei uns diese 3,50 Meter erreicht hat. Dann haben wir den Blauglockenbaum, der definitiv unter besseren Verhältnissen, sag mal, Weinbauklima in Deutschland mit etwas besseren Böden
wahrscheinlich der schnellstwachsendste Baum ist, der 4 Meter und mehr im Jahr wachsen kann und den man innerhalb von 10 Jahren als Forstbaum ernten kann mit solchen Stammdurchmessern. Blauglockenbaum, Paulownia tomentosa, interessant, Riesenblätter, C4-Pflanze erstaunlicherweise, also eine, die sehr effizient mit Kohlendioxid umgehen kann, den Kohlendioxid aus der Luft saugt und bei uns eigentlich ist nicht winterhart genug für uns. Wir brauchen wirklich Bäume, die minus 20 Grad gut abhalten können. Der friert gerne zurück und kriegt gerne Probleme. Und die Saison bei uns ist eben relativ kurz, deutlich kürzer als woanders. Maulbeere, auch ein Baum für etwas wärmere Gegenden oder geschützte Ecken. Aber ein ganz guter Düngebaum wahrscheinlich, weil er relativ viel Biomasse produziert. Weide mag, kommt mit den Temperaturen ganz gut klar, aber mag richtig Feuchtigkeit und gute, etwas schwere Böden. Aber am wichtigsten ist Feuchtigkeit. Das mag er, Feuchtigkeit, Stickstoff. Also wenn man da irgendwie eine feuchte Ecke hat, Sumpf, da ist die Weide wahrscheinlich einer der schnellsten, beziehungsweise der schnellste Baum. Pappel kann auch mit etwas schlechteren Böden klarkommen. Bei uns gar nicht mal schlecht. Ne? Nur so ein Stöckchen in die Erde. Letztes Frühjahr und diesen Herbst haben wir da schon einen fast 2 Meter hohen Baum. Bäumchen. Also das ist schon ganz beeindruckend. Die Populus maximus nigra, die Schwarzpappelbaum, eine Klonvariante, ist da schon ganz interessant. Dann haben wir die Robinie, definitiv der Gewinner in unserem Grundstück, in unsere und wahrscheinlich auch in dem Großteil der Grundstücke in Deutschland. Das wird wahrscheinlich der Baum sein, der wirklich am schnellsten wächst, am schnellsten eine Krone ausbildet, am schnellsten Holz bildet. Und was ganz erstaunlich ist, weil er hat das härteste Holz, das wertvollste, dichteste, energiereichste Holz, was in Deutschland wächst. Und das ist wirklich so, denn Zaunfall davon hält 100 Jahre. Sollten die Förster dringend anbauen. Die Rinde ist giftig, er hat Stacheln, deswegen wird er von Tieren gemieden bei Pferden. Und so sollte man aufpassen, die sind dumm genug, den zu fressen. Wenn sie es nicht kennen, also sprich, man macht den nicht irgendwie als Zaunpfahl für Pferdeweiden oder so, das ist der wahrscheinlich nicht geeignet. Genau, das ist unser persönlicher Gewinner, die Robinie. Und ein Baum, der ganz interessant ist, ist der Thuja-Lebensbaum, der eine schlechte Presse hat oder ein schlechtes Image, weil er eben so als Friedhofsbaum und einfacher Gartenbaum, Gartenhecke gepflanzt wird. Aber das hat er nicht verdient. Der hat richtig Power, er hat richtig Energie, der wächst recht schnell. Und ist eben dauergrün und hat ein schönes, interessantes Grün, hält gut Staub, Schmutz, Lärm ab. Kann man schön als Wand vor die Straße, vor die blendende Straßenlaterne pflanzen, beziehungsweise zum Nachbarn hin oder zur Straße hin. Also auch ein ganz interessanter Baum, der seine Lebenskraft hat, die man nutzen kann. Und ein Baum, den wir, glaube ich, nicht erwähnt hatten, den wir auch gepflanzt hatten, der bei uns aber eingegangen ist im ersten Jahr, auch gleich erfroren ist, ist die Douglasie. Die Douglasie ist der höchste Baum Deutschlands, und zwar hier bei uns in Norddeutschland, in der Nähe von Parchim. Sonnenberg, guter Boden, Lehmboden, Eiszeit, Endmoräne, Zwischenmoräne, Endmoräne. Aber auf jeden Fall schwerer Boden, ein bisschen Lehmboden. Und da waren früher auch spirituelle Zentren, sprich Hügel, Hünengräber und so kann man da finden. Und dort wachsen interessanterweise die höchsten Bäume Norddeutschlands und Nordeuropas, nämlich Douglasien. Dieser Baum, der das erste Mal tatsächlich hier 1894 forstlich angebaut wurde vom Förster Simon Evers. Da haben wir gerade besucht vorgestern. Und dieser Baum ist ein wunderbares Bauholz, wunderbares, wertvolles Bauholz und eine rötliche Farbe und wächst wirklich säulenartig, wunderbar gerade, also kann man sehr schön als Baumholz nutzen und wie gesagt zig Meter hoch, eine Säule, also es ist wirklich ein Traum für einen Förster wahrscheinlich und als Baumholznutzung, als Forstholznutzung und ist ja der höchstwachsendste Baum in Deutschland, bei uns hier 54 Meter hoch, gut 120 Jahre alt, 54 Meter hoch. Und jetzt halten Sie sich fest, der höchste Baum Deutschland im Schwarzwald, 68 Meter hoch und wahrscheinlich inzwischen 70 Meter hoch, ein Douglasienbestand,
der in den, ich meine, 20er Jahren gepflanzt wurde, 1920 rum, ziemlich genau. Jetzt also gerade 100 Jahre alt, also quasi 25 Jahre jünger als der Bestand hier bei uns in Parchim, wurde deutlich später gepflanzt, aber der hat wegen diesem schönen Weinbauklima da, dem wärmeren Klima, der längeren Saison und dem größeren, höheren Feuchtigkeit, den besseren Böden wahrscheinlich, hat der tatsächlich unsere Bäume nicht nur gleichgezogen, sondern überholt hier unsere Bäume in Norddeutschland in Parchim, die Douglasien, und ist 68 Meter hoch innerhalb von nur 95 Jahren oder noch, knapp 100 Jahren. Und das zeigt schon, was für ein Potenzial diese Douglasie hat. Also definitiv, Douglasie ist auch ein interessanter Baum, mindestens ein Forstbaum. Ob man den im Garten haben will, kann man sich überlegen. Ja, unser persönlicher Gewinner, die Robinie. Wenn Sie einen schnell wachsenden Gartenbaum haben wollen, nehmen Sie die Robinie. Wenn Sie einen wertvollen Forstbaum haben wollen, als Förster, pflanzen Sie die Robinie. Er hat es verdient. Und der ganze Honig in Deutschland, der ganze, nicht der ganze Honig, der ganze Akazienhonig und ein Teil des Waldhonigs, der ganze Akazienhonig in Deutschland kommt von der Robinie. Es ist der Bienenbaum schlechthin, weiße Blüten und macht im Frühjahr eben diese Überfluss an Akazienhonig, an Akazienblüten aus. Obwohl wir den hier noch nicht mal richtig anbauen, wenn wir den erst anfangen, richtig anzubauen, dann hätten wir noch sehr viel mehr Akazienhonig, diesen wertvollen Akazienhonig in Deutschland zu verkaufen, von dieser Scheinakazie der Robinie. Mein persönlicher Favorit und vielleicht auch Ihrer, die Robinie. Bis nächste Woche. Machen Sie es gut.